Ja, liebe Freunde, grüßt euch, was muss ich da hören? Ich habe ja nicht so viel Zeit, aber was ich mitkriege, oh, Pax Terra Idiotica, ist so gemein, die grenzen alle aus und so weiter. Ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, schon im dritten oder im vierten Jahr. Und da frage ich mich, wie betriebsblind kann man sein in einer Friedensbewegung? Ich bin super schlau, ja, huhuhu, ich bin es wirklich. Ich habe das schon erkannt bei dem allerersten Pax Terra Musica, dass da irgendwas nicht stimmt, ja. Und ich habe darauf aufmerksam gemacht und es ist ja nicht so wahnsinnig schwer. Wie funktioniert gelenkte Opposition und Zersetzung? Na, ich meine, dieser Malte Falken, Vollidiot, der hat ja selber gesagt, ach, er ist zu der Friedensbewegung einfach irgendwie gekommen, ja. Und das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Ich meine, diese komische Pfeiffer oder wie die heißt, wer sind denn die Gegner der Friedensbewegung gewesen? Ha? Das war die evangelische oder beziehungsweise einige evangelische Freikirchen und das Zentrum der antideutschen Antifa in Jena, das ist unter diesem Jugendpfarrer Lothar König. Lothar König ist der Vater von Katharina König Preuß. Und Katharina König Preuß betreibt, beziehungsweise die findet ihr auf dieser Webseite von der Linkspartei, haskala.de. Und Lothar König, das ist kein großes Geheimnis, schaut mal so seine Jugendpfarrer Lothar König, da siehst du irgendwelche Typen mit Steinen in der Hand und der Widerstand. Und das ist das Zentrum der deutschen Antifa. Und wer hat gegen Endgame von Anfang an, zum Beispiel gegen Endgame, diese Abspaltung von der normalen Friedensbewegung oder der Montagsmahnwachenbewegung. Das waren, schaut euch die Poster an von der ersten Endgame in Halle, glaube ich. Da war die evangelische Kirche fett dabei. Und Pax Terra Idiotica hat, und das ist mir sofort aufgefallen, sofort mit dem System gekuschelt. Auch der Malte mit der ganzen linksgrün versifften Kulturmischpoke. Ja? Und dann diese ganzen Gestalten. Im Grunde genommen wurde das angesprochen, aber ich habe den Eindruck, der deutsche Michel, oder das ist wohl wahrscheinlich auch so eine Art Ideologie, dass man so eine Art körnelfressender Friedensbewegungshipster wird. Ja, das ist der Wohlstandshipster. Die haben dann so Sorgen um ihre Gesundheit und wo sie ihre komischen gesunden Ernährungsgeschichten herkriegen. Das ist zwar alles schön und gut und ich verstehe mich gut mit diesen Leuten, aber ich sage euch eins, mit der deutschen Friedensbewegung. Warum das scheitert, ist ganz einfach. Sie ist absolut unfähig, strategisch, politisch, konzeptionell sauber zu denken. Man muss doch wissen, wer der Freund ist und wer der Feind ist. Wer uns hier nur verarscht und wer uns vom System lenkt. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Und die gelenkte Opposition, die ist sehr raffiniert. Ne? Das alte Gesetz, 95% Wahrheit, 5% Lüge und Indoktrination, das ist doch ganz klar. Ne? Diese ganzen Linken, wir sind alles Linke und so weiter. Ich sage euch, die ganze Linke ist agnostisch, atheistisch, latent islamophob und organisatorisch zionistisch organisiert. Ja? Und das ist tatsächlich ein Teil der deutschen protestantischen Kirche, genauso wie in den USA, diese protestantischen Kirchen. Sag mal, hast du jetzt meine letzte Kippe hier raus? Gehst du mal rein und husch mir bitte eine. Später. Ich meine, mein Vater ist auch Protestant und zahlt Kirchensteuer. Ich sage nicht, dass die gesamte protestantische Kirche, aber man muss genau hinschauen. Ja, das erkennt man schon, wer da ist. Dann, da habe ich jetzt irgendwie so einen Aussteiger. Da sind irgendwelche Leute ausgestiegen bei diesem Schloss Waltersroda, Chaos und reden Klartext. Das hat aber ganz schön lange gedauert, bis die das gemerkt haben. Ich meine, es ist nicht schwer zu verstehen, dass Florian Kirner unmittelbar, na, mit diesem Konstantin Wecker und so, das ist Politestablishment. Das ist pure Politpropaganda der Systemparteien, was die machen. Und dieser latente Kommunismus oder dieses Linke oder ja, wir waren früher in der Antifa und haben irgendwelche Glatzen geklatscht und dann kommt es in KenFM. Wisst ihr, Ken Jebsen? Ken Jebsen sieht sich nicht als Friedensaktivist. Ken Jebsen sieht sich als selber als Journalist. Und zwar als neutraler Journalist. Sprich, er will mit seinem Portal Kohle machen, berühmt werden, Reichweite erhaschen und so weiter. Aber wisst ihr, ich bin davon überzeugt,
Ich wette meinen Arsch, in Ken Jebsens Einkommensteuererklärung, da steht nicht Journalist. Da steht Schauspieler. Und das ist er. Natürlich sind da viele gute Dinge dabei, aber die ganze Scheiße, die er fabriziert hat, diese ganzen Leute, die er gepusht hat über sein Portal, das aus unerklärlichen Gründen niemals irgendwelche Schwierigkeiten bekommt, natürlich auch wegen der Medienkanzlei, die dann natürlich immer sofort dahinter ist, dass alles gut läuft, aber die Inhalte, die sind ein bisschen tendenziös. Für mich ist das gelenkte Opposition. Du bringst sehr, sehr viel, ja, aber dann kommt immer noch so diese Mainstream-Scheiße rein, verstehst du? Und ich meine, Prinz Chaos, ich bin kein Kommunist, ja, ich halte nichts vom Kommunismus und ich finde auch die SPD nicht so wahnsinnig geil und so, ja, und ich finde es auch nicht geil, wenn man irgendwelche Leute verklatscht oder zusammenschlägt oder Gewalt antut, nur weil sie angeblich Nazis oder Rechte wären oder so. Ich lehne das ab und wenn ich sowas in meiner Jugend gemacht hätte, dann würde ich mich davon distanzieren und mich schämen und nicht auch noch hier sich den Bauch reiben deswegen, ja. Das sind gelenkte Typen. Und als ich dann mir angeschaut habe, was plötzlich für Künstler waren bei diesen Pax Terra Idiotica, ja, da war mir völlig klar, der Malte will in diese ganze grüne Kulturmischpoke rein. Und die Grüne Partei, ich werde euch sagen, was die Grüne Partei ist, die Grüne Partei holt sich verrückte Typen, meistens homosexuelle Männer, lädt die zu Politseminaren ein nach Israel und dann kommen die wieder und dann hetzen die gegen den Iran und reden unglaublich verrückte Sachen und plötzlich sind die Parteichef. Das muss man sich mal vorstellen. Die Grüne Partei ist im Prinzip so was wie, bist du ein homosexueller Mann, liebst du Israel, findest du, dass Tel Aviv das Gaymaker ist, bumm, willst du die Grünen, ja. Oh, und die Palästinenser, Palästina-Versteher ist problematisch. Die Linkspartei ist noch schlimmer. Die Linkspartei ist nichts anderes im Grunde genommen als der faktische Propagandazweig der PKK. Und die PKK und so weiter, das unterstützen wir indirekt als Deutsche nur für Israel. Das ist zionistisch. Haskala.de, schaut euch die Plattform mal an von denen. Oder wieso, welchen Sinn macht es für die große internationalistische, internationale Bewegung? Ich bin hier in Istanbul, wir haben auch Kommunisten auf Zypern, die besuchen wir und die scheißen auf die deutsche Linkspartei. Alle Internationalisten wissen, dass die deutsche Linkspartei nichts anderes ist als ein zionistischer Scheißhaufen. Verstehst du? Und das sind weder Linke noch internationalistisch, das sind einfach, schaut euch doch einfach mal die Charaktere an. Dieser ganzen Protagonisten, was ihre wirklichen Motive sind, ihre Lebensläufe und ich meine, es kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin, der noch 3 Gramm irgendwie Grips im Kopf hat und sofort das Pax Terra Musica oder Pax Terra Idiotica sofort durchschaut hat und zwar schon bei der ersten Veranstaltung, ja, und auch die komischen Figuren, die dahinter waren und das formiert hatten. Und jetzt, nach ein paar Jahren, fällt es euch langsam wie Schuppen von den Augen. Das gibt's doch überhaupt nicht. So blöd könnt ihr doch nicht sein. Ja, es ist egal, woher jemand kommt. Wir wollen alle zusammen für den Frieden stehen und so weiter. Kumbaya, my Lord. Ja, das mag schon alles stimmen, aber ich sag mal, wenn du aus bestimmten Strukturen kommst, dann kann man da nicht objektiv sein, wenn einer aus den irgendwelchen evangelischen Freikirchen kommt. Wenn einer sich vernetzt mit Theatervereinen, staatlichen oder irgendwelchen Kulturvereinen oder anderen Vereinen oder weiß der Geier, was es da gibt. 460 Millionen Euro geben wir aus für den ganzen Scheiß, hochoffiziell nur für die hochoffiziellen politischen Stiftungen. Und der Sven Liebig, der arbeitet das eigentlich vorbildlich auf, er nennt es die sogenannte Vereinsmafia. Da werden ja Unmengen an Theatervereinen, was weiß ich, Stiftungen und Vereinen gegründet, mit unglaublich hochdotierten Stellen und Positionen. Das ist ja ein Selbstbedienungsladen geworden in Deutschland. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ja? Und am Ende gibt es wahrscheinlich in ganz Deutschland nur noch 2 Jobs. Das eine sind die Beamten und die ganzen Typen, die mit der Politik zusammenhängen, für Parlamentarier arbeiten oder in irgendwelchen politischen Vereinen, Stiftungen oder Projekten oder so hängen. Und dann, auf der anderen Seite gibt es dann die Arbeiter und Angestellten, die also sowieso der letzte Dreck sind in Deutschland, die zu 90% nur noch Renten haben werden,
die unterm Sozialhilfeniveau sind, und die ganzen Selbstständigen, die fickt man ja hier in Deutschland, das ist ja nicht mehr feierlich, wirklich. Es gibt ein paar privilegierte, sehr systemrelevante freie Berufe, das sind die Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Zahnärzte, Ärzte, ja, vielleicht noch die Notare, wobei ich gar nicht weiß, ob die ein eigenes Versorgungswerk haben. Aber das war's im Prinzip. Der ganze Rest, ja, entweder bist du ein scheiß Systemling oder du bist ein scheiß Sklave und wir machen dich total fertig. So ist Deutschland aufgebaut. Und ich sag euch eins, diese ganzen, die rumlaufen und sagen, ja, wir sind Linke, und so, das sind einfach nur Leute mit Existenzangst. Und schaut euch, ich meine, wisst ihr, was die hier in der Türkei machen? In der Türkei haben sie ausführliche Listen. Da haben sie diese ganzen Fethullah-Gülen-Strukturen, den ganzen Leftismus, alles, was so an Apparaten, Stiftungen, Vereinen und so weiter, diese Netzwerke, die werden alle aufgedröselt. Hier werden ausführliche Listen gemacht, ne? Drum konnte man noch nach dem Putsch zack, zack, sofort Tabula Rasa machen. Sowas brauchen wir in Deutschland auch. Notiert euch die Namen, macht Listen von diesen ganzen Systemlingen. Findet einfach heraus, wer zum Beispiel hinter Pax Terra Musica steht. Von mir aus die Provenienz der Person. Der Malte hat, ich glaube, er hat mal gesagt, oder, dass er ein Pflegekind war. Oder findet heraus, macht mal ein bisschen Background-Check, so wie Geheimdienste. Ne? Findet von mir aus raus, wer Ken Jebsen fördert und was alles dahinter steht. Oder hinter Florian Kirner, das ist nicht so schwer. Ja? Aber denkt mal ein bisschen strukturiert nach in Netzwerken und dieses ganze, ja, wir wollen alle erreichen. Ja, mit so einer dummen Einstellung, wenn man sich komplett unterwandern lässt von Systemlingen, gelenkter Opposition, das wird alles nichts werden. Versteht ihr? Und ich glaube, dieses Gutmenschentum, dieses krankhafte, jeden Konflikt aus dem Weg gehen, nett sein zu allen, es allen recht machen, das ist diese Charakterzüge oder dieses Gutmenschentum, das ist auch das Ergebnis einer Indoktrination und das konnten viele nicht loswerden. Ich habe mit guten Leuten geredet und ich habe ihnen Beweise und alles hingelegt bei vielen Dingen und das war ihnen egal. Das war ihnen wurscht. Sie haben zwar erkannt, dass es problematisch ist, aber als hätten sie irgendeine Hemmung, in irgendeiner Weise vielleicht den Finger in die Wunde zu legen oder sich unbeliebt zu machen. Das hat keine Wirkung. Eine Bewegung. Da kommt es nicht auf Größe an. Das habt ihr bei der TTIP-Demo gesehen, 500.000 Menschen in Berlin. Es hat nichts gebracht. Du brauchst eine konzeptionell saubere Bewegung mit sauberen Leuten, die idealistisch sind, denen es um die Sache geht, ja? Die nicht irgendwie finanzielle Interessen haben, die nicht irgendwie langfristig an irgendeinem Budget der Kulturmischpoke nuckeln wollen, um irgendwie zu leben, oder die irgendwelche kommerziellen Konzepte haben und sich nur noch auf professionelles Marketing und Reichweite und so weiter. Darauf kommt es nicht an. Entscheidend sind die Themen, ja, und dass man sich darauf festlegt und dass man die eigenen Reihen sauber hält. Das ist ganz wichtig und auch ganz wichtig, und das müsstet ihr eigentlich von der Antifa gelernt haben. Die Antifa verwendet ja nichts anderes als propagandistische Spielregeln, die Strategen sich ausgedacht haben und die natürlich völlig richtig sind, weil sie hocheffizient sind. Ihr müsst alle Verräter dieser Montagsmahnwachenbewegung, die müssen alle auf Listen erfasst werden und es muss politisch abgerechnet werden mit diesen Leuten. Verstehst du? Es muss Sanktionen geben dafür, dass man die Friedensbewegung verraten hat, unterwandert und hier wie die Axt im Walde haust und wütet und so. Das darf gesellschaftspolitisch nicht einfach so sang- und klanglos über die Bühne gehen. Versteht ihr, was ich meine? Sun Tzu hat mal gesagt, wenn du einen Feind hast, nee, das war Machiavelli, der hat gesagt, du sollst zu Menschen entweder immer sehr großzügig und freundlich sein oder sie vernichten. Es gibt nichts dazwischen. Und was meint er mit vernichten? Er meint damit, wenn du einen Feind hast, musst du Feinde vernichten. Es hat keinen Sinn, sie nur ein bisschen zu ärgern. Die werden sich rächen, kommen wieder, die haben ihre Agenda. Ich rufe hier nicht zur Radikalität auf oder so, aber das hat ja schon masochistische Züge. Ich habe es ja beim Pax Terra Musica erlebt. Leute, die da voll mitgeholfen haben und dann zur Strafe, weil sie irgendwas mit irgendeiner Person, irgendeinen Klick gemacht haben, haben sie plötzlich nichts mehr zu essen gekriegt, obwohl es eigentlich vereinbart war. Ja? Oder, und dann denke ich, gut, das war jetzt natürlich ein Beispiel, der ist natürlich auch ein Opfer. Aber schaut euch die Charaktere genau an, dieser ganzen Leute, die sich in den Vordergrund drängen und die sagen, wir sind Linke, wir sind Linke.
Das sind meistens Leute aus zerrütteten Familien, es sind seelisch, sexuell verwahrloste, degenerierte Typen mit einem Hang zur Perversion oder zu Süchten und so weiter. Das sind seelisch kranke Menschen, versteht ihr? Und das Diener, die Diener unseres Systems, das Böse sucht sich solche Menschen, weil sie einfach zu manipulieren sind, einfach zu locken, weil du sie mit der Aussicht auf ein paar hundert Euro im Monat im Prinzip kaufen kannst, billig kaufen, ja. Holger Pfahls, den hat man wenigstens noch teuer kaufen müssen für, ich glaube, 6 Millionen Mark damals oder so. Aber diese ganzen Leute, die du im Prinzip, diese ganze Tingeltangel-Truppe, diese Schausteller-Truppe, ja, Tingeltangel, ein anderes Wort kenne ich jetzt nicht, Kulturmischpoke, Tingeltangel, den kannst du keine Sekunde über den Weg trauen, verstehst du? Das hat nichts zu tun in einer im Grunde genommen sehr komplexen politischen Bewegung, die eine knallharte Agenda und Wahrheiten den Menschen offenbart, nämlich das Geldsystem und alles, was damit verbunden ist. Die Kritik am Geldsystem führt letzten Endes zu einer Fundamentalkritik der gesamten westlichen Werteordnung. Und damit greift man natürlich alle etablierten Machtstrukturen an. Und ich sag euch eins, meine Erfahrung nach fast 5 Jahren Friedensbewegung ist, haltet euch von diesen Linken fern. Wenn irgendwelche Linken kommen, schickt sie weg. Wirklich, ihr könnt nichts anfangen mit diesen Leuten. Sehr viele unter den Kommunisten, die sich Kommunisten nennen, das sind noch die Wahrhaftigen, ja. Die sind, da muss man auch ein bisschen aufpassen, man muss gerecht sein. Es gibt Menschen, die haben gute Absichten, das merkst du, wenn du mit ihnen redest. Die haben gute Projekte, die machen gute Sachen. Aber was nutzt es, wenn du etwas Gutes machst, wenn im Prinzip deine Absicht nicht rein ist oder deine Konzeption nicht da ist oder wenn du konzeptionslos bist? Dann bist du ein Instrument der Macht, der Propaganda und du wirst dann einfach benutzt. Also welchen Sinn hat es, wenn du mit noch so netten Menschen zusammenarbeitest, die aber zu blöd sind zu erkennen, dass sie nur Instrumente der Macht und der etablierten Propaganda sind? Das macht auf Dauer wenig Sinn, glaubt's mir. Das wollte ich euch nur sagen. Ich erkenne jetzt schon, dass viele das auch erkennen. Ich war auch in München mit den alten linken etablierten Friedensleuten. Die sind schlau, die erkennen die Dinge schon nach vielen Jahren. Aber eine Eigenschaft, die ich nicht habe, ist dieses deutsche Micheltum, dieses masochistische Augen zu und durch und alles über sich ergehen lassen und erdulden. Irgendwann ist Schluss. Und bei mir ist Schluss ab dem Moment, ab dem einer die falsche Kooperation hat mit dem System und dem Systemfeind. Ja? Das System ist der Feind, unser Feind, der Feind der ganzen Menschheit. Und mit Systemlingen wirst du nichts reißen. Und drum ist meine Devise, die eigenen Reihen sauber zu halten mit den Verrätern, die Arschlochaktionen gemacht haben, politisch abrechnen. Muss sein. Das kann nicht sein, dass die mit ihren Schweinereien einfach so durchkommen. Und ich empfehle dringend, so wie die türkische Regierung, den Aufbau von ausführlichen Listen. Ja? So, jetzt trinke ich weiter Tee. Macht's gut, Freunde.